Vielen Dank, Arnold. Jetzt soll ich nach dir hier noch irgendwas sagen. Also, ganz kurz noch eins, ja. Innerhalb von 3 Jahren soll dieses Freihandelsabkommen verhandelt werden. 3 Jahre. Ich mache eine Wette, wir schaffen es bis morgen früh, wenn wir uns zusammensetzen, ein vorbildliches Fairhandelsabkommen zu verfassen. Wir würden nämlich den gesunden Menschenverstand, zu dem wie ich, einsetzen und sagen, in welcher Welt leben wir eigentlich? In einer Welt, der der Klimawandel bedroht, in einer Welt, die Ressourcen ausgibt, die eigentlich keinen Sprit mehr hat, in einer Welt, wo es wahnsinnig viel Hunger gibt. Und dann hätten wir schon 4 Punkte, und dann würden wir sagen, das neue Welthandelsabkommen muss diesen 4 Herausforderungen gerecht werden. Das ist eigentlich eine ganz einfache Überlegung. Und dann kommen wir weiter. Würden wir sehr wahrscheinlich sagen, in erster Linie geht es um die Bekämpfung der Armut und um den Ressourcenmangel und den Spritmangel zu bekämpfen, müssen wir den Handel insgesamt einschränken. Wir müssen gucken, dass weniger Frachter über die Meere fahren, dass weniger Flugzeuge mit großen Containern von einem Kontinent zum anderen hüpfen. Und wir würden sagen, es ist unbedingt notwendig, dass wir die regionale Entwicklung stärken. Wir würden sagen, ein Land wie Nigeria muss in der Lage sein, sich selbst zu versorgen mit eigenen Gütern, sodass keiner hungern muss. Und wir würden auch sagen, es muss nicht sein, dass wir Krabben in der Nordsee fischen, sie nach Marokko zum Pellen bringen, um sie dann anschließend in Deutschland wieder einzuführen. Dieser Handel ist das Schlimmste, was wir diesem Planeten antun können. Und ich denke, wir hätten ganz schnell die Punkte gefunden, die notwendig sind. Und eins muss ich noch sagen, wir, ATTAC und andere, wir sind gar nicht die Neinsager. Denn wir haben inzwischen im Bündnis mit anderen auf der ganzen Welt schon längst ein alternatives Handelsmandat erarbeitet. Ja, ATTAC ist nicht alleine, wir sind da im großen Bündnis. Ich möchte euch jetzt Marita Strassner von Campact vorstellen, die Ihnen ein bisschen was über dieses Bündnis erzählt. Sagen die Leute, die immer die tollen Kampagnen starten. Und dem Motto, irgendwas ist schlecht auf der Welt und dann macht die Unterschriftensammlung übers Internet. Ja, nicht nur das, wir machen Online- und Offline-Aktionen. Wir machen jetzt im Europawahlkampf zum Beispiel zahlreiche Flashmobs, wo wir Wahlkampfveranstaltungen aufmischen. Die Leute halt mit Schildern, TDP ist böse, das sind Klatschpappen, dann klatschen die an den passenden Stellen und machen ein bisschen Stimmung. Das ist schon ein paar Mal ganz gut gelaufen, da machen wir noch ein paar mehr von. Vor allen Dingen machen wir kurz vor der Wahl, verteilen wir Türhänger, wo wir die Parteien beurteilen danach, was sie so können in Sachen TTIP, wie ihre Haltung ist. Ich kann mal gleich sagen, es ist kein Geheimnis, die SPD hat so einen gelben Gezo-Daumen, die CDU hat so einen Scheiße-Daumen, die FDP ebenso. Die CSU hat auch so einen Gezo-Daumen, die tut wenigstens ein bisschen kritisch. Und grüne Daumen haben wir gegeben, der Linkspartei, den Grünen, den Piraten. Und diese Türhänger, davon haben wir mehrfach die Auflage vergrößern müssen, weil die weggegangen sind. Jetzt haben wir 6,5 Millionen Stück, von 24.000 Leuten an die Türen in ganz Deutschland verteilt werden. Wir haben einen Tag. Wir erreichen mehr Menschen als die Bildzeitung. Da träumt jeder Wahlkämpfer vor, von einmal so eine Reichweite zu haben. Aber das ist noch nicht, also nach der Europawahl ist noch längst nicht alles zu Ende. Wir haben ja ein breites Bündnis und der Handelbar, wo wir beide zusammenarbeiten und noch über 60 andere NGOs hier in Deutschland. Und machen zahllose Veranstaltungen. Es gibt auf der Webseite www.unverhandelbar.de gibt es eine Speaker- und eine Referentenliste. Und die Leute kann man ansprechen, wenn man Veranstaltungen organisieren will. Wir machen unser nächstes großes Rad, was wir drehen, unser nächstes großes Stück wird eine geplante europäische Bürgerinitiative.
Das heißt, wir haben jetzt aus 10 Ländern NGOs zusammengesammelt. Teilweise große Namen dabei, teilweise kleinere, spezialisierte NGOs, die Lust haben mitzumachen und wollen eine europäische Bürgerinitiative machen. Und da sind die Quoren sehr hoch. Man muss 1 Million Stimmen sammeln. In mindestens 7 europäischen Mitgliedsländern muss man bestimmte Quoren überschreiten. Aber wir haben auf jeden Fall von dem, was wir an Mobilisierungspotenzial haben, schon mindestens 4 Länder ziemlich sicher. Und die anderen 3 kriegen wir auch noch. Das ist Deutschland, Österreich, Großbritannien und Finnland, wo wir also so starke Organisationen haben, dass wir die ziemlich sicher haben. Also zum Thema TTIP natürlich, TTIP und CETA. Also die Forderung ist, diese beiden Abkommen nicht abzuschließen. Und wenn wir diese Quoren erreichen, muss die EU-Kommission damit auseinandersetzen, muss darauf antworten. Nee, sie muss darauf antworten. Das ist eine Vorstellung. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dem zustimmen wird. Aber sie muss sich damit auseinandersetzen. Ich habe zur vergangenen Woche 2 Stimmen im Ohr. Einmal unser EU-Handelskommissar, dem habt ihr ja schon 500.000 Unterschriften vorgelegt oder angedroht. Und dann meinte der, was sind die 500.000? Wir haben für 500 Millionen Politik zu machen. Und dann fand ich doch sehr bemerkenswert Herr Gabriel, der meinte, tja, komisch. Die Leute protestieren gegen etwas, das es doch gar nicht gibt. Ja, dazu hat Oliver Welke in der Heute-Show genau das Richtige gesagt. Der Gabriel möchte natürlich, dass die Leute protestieren, wenn alles zu spät ist. Ja, das schön wäre es. So hätte er es am liebsten. Und der Gefürcht, das muss man sich mal vorstellen, der hat die Nerven, der stellt sich da hin und sagt, ihr habt 500.000 Unterschriften, ich vertrete 500 Millionen. Dabei ist dieser Sack noch überhaupt von niemandem gewählt worden. Er ist auch in dem Hinterzimmer ausgekungelt worden. Wenn der 500.000 mehr zusammenkriegen würde, als der Steuerhinterzieher, der er ist, dann wäre aber gut. Das wollen wir erst mal sehen. Ja, auf der anderen Seite, wir haben ja tatsächlich schon was erreicht. Wir haben die ganze Zeit kritisiert, dass das alles Geheimverhandlungen sind. Und jetzt ist heute was passiert. Seit heute Mittag steht nämlich auf der EU-Website, werden die ganzen Verhandlungspositionen zumindest zu 5 großen Kapiteln ausführlich dargestellt. Das hätten wir niemals getan, wenn wir nicht richtig Druck gemacht hätten. Und natürlich sind die aus allen Wolken gefallen. Die haben doch niemals damit gerechnet, dass ein so trockenes Thema die Handelspolitik Menschen auf die Straße bringt. Aber ich finde das toll. Ich bin so ein Anhänger der Zündfunkentheorie. Ich bin immer der Meinung, damit die Leute wach werden, braucht man ein Thema, das wirklich alle in seiner Bedeutung erkennen. Und das scheint im Moment der Fall zu sein. Und deshalb werden wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel erreichen. Und unser Ziel ist natürlich, TTIP muss weg und TISA muss verhindert werden.